Ja, aber dann geht der mit Tommy Groß. Hol den Andreas. Daniel, eins machen, Deutschland braucht mal ein bisschen. Dann habe ich euch einmal ein paar Worte zu sagen, und zwar mal mich speziell. Ich bin kein sogenannter Corona-Leugner. Wenn ich mir auf der Bühne stehe, dann nehme ich in dem Bewusstsein, dass Menschen an dieser Krankheit sterben mussten. Und dass es Angehörige gibt, die für unsere Treffen heute wenig Verständnis haben. Es gibt etliche Maßnahmen, die ich für sinnvoll erachte und auch lebe. Und zwar um andere zu schützen. Und auch wenn es in Zeiten wie diesen schwerfällt, an Politiker zu glauben, dann muss uns bewusst sein, dass es viele Ämter gibt und Menschen darin, die wirklich Unglaubliches leisten müssen in dieser Zeit. Aber Leute, niemals, niemals dürfen wir zulassen, dass Corona dafür missbraucht wird, ständige Angriffe auf unsere Freiheit und Grundrechte zu rechtfertigen. Wir sind in einer Demokratie eingeschlafen und in einer dystopischen Diktatur aufgewacht. Und diese Spirale des Machtmissbrauchs gilt es sofort zu beenden. Als Krisenmanager darf ich die Arbeit dieser Regierung in diesem Bereich bewerten. Und Freunde, niemand mit Verstand würde Krisen schaffen, um eine andere Krise zu bekämpfen. Eine kaputte Wirtschaft gefährdet nachhaltig unser Gesundheitssystem und unsere Lebensqualität. Das macht keinen Sinn. Parteisoldaten ist definitiv vorbei. Wir benötigen Bürger und verfassungstreue Spezialisten mit vor allem einem: Integrität. Wir sollten bei einer völlig pervertierten Politik das Parteiensystem überdenken. Und es gilt auch, eine Politik der Angst zu beenden. Zudem dürfen wir nicht mehr zulassen, dass wir uns trennen, Leute. In rechts, in links, in schwarz, in weiß. Ja, auch nicht in arm und reich, weil wir sind alle im gleichen Boot. Und wenn wir nichts machen, Leute, dann gehen wir unter. Lasst uns endlich wieder die Vernunft einkehren lassen. Die ist uns irgendwann, verloren gegangen. Liebe Leute, und sehr klar in meinen Forderungen bin ich den Medien betreffend oder die Medien betreffend. Ich fordere euch auf, endlich wahrheitsgemäß nach ausführlicher Recherche zu berichten. Belogen genug! Werdet endlich eurer von unterliegenden Verantwortung bewusst. Ihr solltet für uns Führer da sein und nicht für eine völlig pervertierte Politik. Meine Freunde, ich kann mal wenig über die deutsche Politik. Aber seine Entscheidung kurz gibt's ja eins. Kurz muss weg! 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 Weg! Und in diesem Sinne vielen Dank. Ich übergebe an die deutsche Seite an den lieben Max. Max, seid ihr so leise?